Ja, ich freue mich sehr, heute am Ende dieses wunderbaren Tages an euch ein paar Worte richten zu können zum Thema Herz, Liebe aus liebeskundlicher und schamanischer Sicht. Und mich hat gerade ein Vortrag sehr begeistert und angerührt, den ich hier erleben durfte, so wie ihr natürlich auch, von Dragana und Eva. Und da hat Eva eine Bemerkung gemacht, die mir sehr, sehr, sehr nahe gegangen ist, aus eigenem Erleben, aber auch aus dem Erleben mit Menschen in meiner Praxis, aus dem Erleben mit Kollegen an dieser Schule, aus dem Erleben, ja, mit der Welt, wie sie gerade ist. Und jetzt zitiere ich mal einen Chinesen, aber wahrscheinlich ist es völlig falsch zitiert. Wahrscheinlich war das ein Eskimo. Aber ich habe so einen Satz von den Chinesen: Wer die Mitte verlässt, verlässt das Leben. Hört sich jedenfalls chinesisch an, ich weiß aber nicht, von wem es ist. Aber wenn ich mir die Entwicklung unseres Menschentums in den letzten 2 Jahren anschaue, dann habe ich das Gefühl, als wenn dieses Menschentum, und Eva sagte, diese Beobachtung war ganz vielfältig, egal ob geimpft, egal ob ungeimpft, egal ob gar nicht wissen, was er geimpft ist oder nicht. Das hätte sie bei allen bemerkt. Und das war ein dramatisches Zunehmen an Arrhythmien. Das Herz kommt aus seinem Rhythmus. Das Herz kommt aus seiner Mitte. Der Mensch kann nicht mehr über das Herz agieren. Das Herz ist nicht mehr offen und in Liebe seinem Nächsten zugewandt, sondern das Herz ist verstopft, das Herz ist dicht, das Herz klopft nicht mehr regelmäßig. Es gab vorhin noch etwas, was mich auch sehr berührt hat, nämlich bei Jenny in dem Vortrag, wo sie von diesem Tanzfilm berichtete, wo der John Travolta die Hand, nicht John Travolta, wer war das? Patrick Swayze, die Hand seiner Tanzpartnerin nahm, weil die so immer so ein bisschen unrhythmisch war. Und der führte sie zu ihrem Herz, zu seinem Herz und legte die Hand auf sein Herz. Und danach konnte sie im rechten Rhythmus tanzen. Also, wir haben in den letzten 2 Jahren scheinbar, und das erlebe auch ich, zwar jetzt nicht anhand von Arrhythmien, aber anhand von Kommunikation, anhand von dem fast völligen Verlieren des Lauschens auf die Wahrheit des anderen, ja. Das habe ich, und das ist mir nochmal so klar geworden durch Evas Worte, eben total auch erlebt in meiner Praxis. Und es gibt ja so einen Satz, der mich und meine Arbeit sehr prägt, der hängt da drüben über der Tür von Rudolf Steiner, dass Liebe und Freiheit entsteht, wenn wir darum ringen, ein fremdes Wollen zu begreifen. Nicht das eigene, da müssen wir nicht ringen. Wenn jemand kommt und das Gleiche erzählt wie wir, wenn wir mit jemandem gemeinsam in einem Narrativ sind, da muss nicht gerungen werden, kann ich abnicken. Aber wenn ich mir jemand gegenüber sitze und ich bin der Meinung, der hat eine total falsche Meinung und ich will aber aus dem Herzen ihn weiter begegnen, dann muss ich da ringen drum, dass ich selbst das meiner Meinung erstmal falsche begreife, erfahre. Und ich glaube, das geht wirklich nur mit dem Herzen. Und ich bin ja nun nicht hellsichtig, aber ich glaube, wenn jemand wirklich hellsichtig ist, dann wird der in den letzten 2 Jahren, und das ist ein zunehmender Prozess, das ist überhaupt noch kein Ende abzusehen, ich finde, es wird immer schlimmer, erleben, dass das Herz auch energetisch immer kleiner wird, immer enger wird, immer härter wird, immer, immer, immer verzweifelter wird. Und ich durfte ja im Herbst letzten Jahres eine Kur machen in der Klinik Havelhöhe, wo wir zwar kein Qigong gemacht haben, aber ganz viel Eurythmie. Und ich glaube, der Rudolf Steiner hat wissentlich oder unwissentlich ganz viel ja vom Qigong oder vom Tai Chi übernommen. Es gibt irgendwie Gesten, beim
Bei der Eurythmie, die kenne ich auch aus dem Tai Chi oder aus dem Qigong. Ich weiß gar nicht, wie weit es Steiner wirklich erklärt hat, dass er das sich von da auch geholt hat. Und ich habe jeden Abend eine ganz wunderbare Anwendung gemacht, die mir sehr gut getan hat, die ich immer noch mache. Ich habe mir einen Lappen aufs Herz gelegt. Noch schöner ist natürlich, wenn man den aufs Herz gelegt kriegt. Einen Lappen aufs Herz gelegt, also so ein Leinentaschentuch, aber oben drüber ist dann noch ein Wolllappen. Und der ist bestrichen, relativ dick, mit Aurum Gold Lavendelsalbe von der Firma Weleda. Und der Steiner hat sich in seiner Heilkunst ganz viel immer um den Rhythmus gekümmert. Rhythmus, es muss immer alles rhythmisch sein, die rhythmische Einreibung, die Organe werden rhythmisch eingerieben. Also der Rhythmus ist bei den Anthroposophen was ganz Wichtiges. Und irgendwie finde ich, dass uns dieses Gold an einen Rhythmus erinnert. Wir sind aus einem Rhythmus gefallen und das Gold und das Lavendel erinnert unser Herz an diesen Rhythmus. Und wir machen auch in der Leibarbeit eine Einreibung, wo wir mit einer Lemniskade oder erstmal einer Spirale unser Herz einreiben bis zur Hand und dann zum Schluss auf dieser Herzhöhe eine lemniskadische Einreibung noch machen. Und ja, ich glaube, ich habe von dieser ganzen Krise noch mal ganz viel jetzt hier verstanden an diesem heutigen Tag. Und es ist ein Angriff auf den Rhythmus unseres Menschseins. Wer immer hinter dieser Krise steckt, ich weiß es nicht. Sein Ziel ist, unseren Rhythmus zu zerstören und damit unsere offenen Herzen sich schließen zu lassen. Und auch hier gibt Rudolf Steiner wieder den Hinweis, dass es eine Wesenheit gibt. Rudolf Steiner nennt die Ariman. Das ist die Wesenheit des Materialismus, die gerade jetzt und gerade zu dieser Zeit versucht, auf unserem Planeten sowas wie die Oberhand zu gewinnen. Also es soll alles verfestigt werden, es soll alles verstopft werden, es geht ums Recht haben. Ich merke, selbst mit Menschen, die ich eigentlich sehr lieb habe und wo es überhaupt nichts gibt, wo ich sagen würde, ich habe was gegen den Menschen, dass selbst da normale Gespräche, was überhaupt nicht mehr möglich sind, sondern wenn man nur eine Sache sagt, die vielleicht gegen das Narrativ des anderen geht, wird der oft sogar schon, bevor man zu Ende geredet hat, also diese Pausen, die wir machen mit den Redestäben, die finden ja nun sowieso fast nicht mehr statt. Und dann kommt aber, egal was ich sage, und ich meine das ganz positiv, ich teile nur eine eigene Erfahrung. Ich teile nicht Telegram-Posts oder NTV, sondern eine eigene Erfahrung teile ich. Und selbst auf diese eigene Erfahrung gibt's aber sofort die Erwiderung, aber. So, dass ich irgendwie aufgehört habe, fast zu teilen. Weil ich will doch dem anderen gar nichts Falsches. Ich will auch gar nicht sein Narrativ verändern, soll er doch gleich alles glauben, was er will. Ich ringe sogar darum, ihn zu verstehen. Ihr glaubt gar nicht, was ich gerungen habe, um irgendwelche wilden Verschwörungstheoretiker zu verstehen. Ich wollte die wirklich verstehen. Ich wollte wirklich verstehen, woher das kommt, dass er glaubt, morgen reitet hier die 7. Kavallerie in Berlin ein, setzt die Bundeskanzlerin ab und der alte Kaiser Wilhelm kommt wieder. Ja, eine Verschwörungstheorie. Und ich wollte es wirklich verstehen. Ich habe auch nachgefragt. Ich habe mir das erklären lassen. Alles erklären lassen. Das schaffe ich heute gar nicht mehr. Das schaffe ich gar nicht mehr. Also, wie heißt denn dieser wunderbare Chefredakteur Angelo? Giovanni Di Lorenzo. Der hat schon im ersten halben Jahr eine ganz wunderbare Kolumne geschrieben über den Niedergang unserer Diskussionskultur. Dass die Fähigkeit, auch zu disputieren, auch Gegensätzliches auszudrücken, fast völlig zerstört worden ist. Man kann sich nur im eigenen Narrativ gegenseitig hochschaukeln, das können beide Seiten, aber dass man sich wirklich begegnet
auf einer Herzebene, mit einem offenen Herzen, sich berührt. Es gibt aus der Körperpsychotherapie so Wunder, nee, aus der Eurythmie, das habe ich auch gemacht in einer Havelhöhe, wo wir uns mit den Händen so berührt haben und dann wieder zurück und so berührt haben und wieder zurück und später berührten wir tatsächlich unser Herz. Und ich glaube, wenn du das mit einem Menschen 3 Minuten machst, so wie diese wunderbare Qigong-Übung, wahrscheinlich müsste man in jeder Talkshow oder wenn immer sich 2 Narrative treffen und miteinander diskutieren wollen, erstmal diese Übung machen und es würde den Menschen eine andere Situation geben. Wobei wir ja hier erlebt haben, bei uns an der Schule, und darum soll ja auch über Leibtherapie heute geredet werden, auch wenn ich jetzt eher über Evas und Draganas Vortrag rede, aber ist egal. Ist auch ein Teil unserer Arbeit an der Samuel-Hahnemann-Schule, dass wir eben im Prozess sind. Und egal, was ich euch eigentlich heute erzählen wollte, mein Prozess ist durch diese wunderbare Geschichte von Jennys Homöopathie-Vortrag gegangen mit Patrick Swayze und ist durch die wunderbare Geschichte von Eva und Dragana gegangen, ist durch diese Übung gegangen und da ist das entstanden, was ich jetzt mit euch rede. Und darum möchte ich 2 Dinge ansprechen. Aus der Liebeskunde und aus der schamanischen Arbeit, die wir hier bei uns an unserer Schule pflegen. Und das Erste ist, wo wir in der Liebeskunde ganz viel mit arbeiten, das sind Kreise. Das sind Runden. Der Kreis. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in der Kur war, vor 21 Jahren, habe ich in der Klinik angefangen, Kreise zu machen. Und ich hatte von Andreas Noll aus China meinen Namensstempel mitgekriegt. Also Andreas Krüger, angeblich auf Chinesisch, konnte ich nicht richtig lesen. Und dann hat ein anderer Freund von mir, von seinem Qigong-Meister, meinen spirituellen chinesischen Namen channeln lassen und hat mir das auch als, nennt man das Siegel diese oder nennt man das Stempel? Ja, und dann habe ich immer, hier hängt, doch, hängt irgendwo einer meiner Kreise auch hier im Raum? Weiß ich nicht. Von Professor Radlo die Kreise hängen, aber meine Kreise sind immer rot gewesen. Und dann habe ich ganz viele Kreise, ich glaube, ich habe in der Klinik 40 Kreise gemalt und die immer gestempelt mit Namen und mein chinesischer Name war, der Wasserdrachen erhebt seinen Kopf über die Wasseroberfläche. Ich weiß aber nicht mehr, das müsste Eva gucken, welcher Stempel was heißt. Und ja, wir treffen uns in der Liebeskunde, wie auch im Schamanismus, im Kreis. Und egal, welches Thema wir haben, im Schamanismus oder in der Liebeskunde, wir beginnen unser Arbeiten immer im Kreis, immer im Kreis. Und da haben wir, ob im Schamanismus oder in der Liebeskunde, einen Redestab. Und wer den hat, dem gehört die absolute Aufmerksamkeit. Wir nennen das das exzellente Zuhören des Kreises. Und exzellentes Zuhören bedeutet, egal wer mir jetzt gerade erzählt, dass Barack Obama, ich spreche es jetzt nicht aus, irgendwas ganz Schreckliches tut. Ich versuche während dieser Kreisarbeit diesem Menschen zuzuhören und ihn nicht während dessen er spricht zu bewerten. Und es wird auch in diesem Kreis immer nur von der eigenen Befindlichkeit gesprochen und man antwortet eigentlich nie auf das Vorhergesagte. Und das, man könnte fast sagen, erzwingt ein exquisites Zuhören. Und ich glaube, nur das exquisite Zuhören kann überhaupt dazu führen, dass ich etwas vom anderen wahrnehme, was mir vielleicht ganz fremd ist. Und das machen wir jedes Mal, bevor wir uns in einer Liebeskunde treffen, machen wir den Kreis. Je nach Größe des Kreises hast du 5 Minuten. Wenn wir mit 60 Leuten sitzen beim Schamanismus, hast du auch nur 1 Minute. Aber alle 60 Leute oder einer Liebeskunde, alle 20 Leute schenken dem, der da spricht, die ungeteilte
Aufmerksamkeit. Und da fällt mir noch ein anderer Titel, ich weiß jetzt aber wirklich, ich zitiere heute mal irgendwelche Leute, aber ich zitiere sie ja nicht, ich weiß ja nicht, bei wem es kommt. Es gab ein ganz wichtiges Buch, was ich mal gelesen habe, aber ich glaube, es war über Sophismus, mit dem Herzen lauschen. Also, dass das Herz, ich weiß nicht, ob das auch chinesisch ist, so ja ein Hörorgan ist. Ich höre mit dem Herzen anders wie mit den Ohren. Und ich höre mit dem Herzen eigentlich vielleicht die tiefste Weisheit der Liebe, die tiefste Weisheit der Seele, die ich, kleiner Prinz ist es doch, die Wahrheit sieht man nur mit dem Herzen richtig, war das nicht so? Ja, ja. Auch nochmal, also Wahrheit wahrnehmen geht nur über das Herz. Und darum werden die Herzen jetzt gerade alle so unrhythmisch, weil wir uns einer Wahrheit fast bewusst verschließen. Und auch das gilt wieder aus meiner Erfahrung für alle Narrative, weil man auf das eine Narrativ eben ganz oft gleich mit Kontraantworten oder Gegenposition oder Verunglimpfung reagiert, ohne mit dem Herzen zu lauschen. Ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen, mit dem Herzen zu lauschen, dann könnten wir wieder eine andere Form von Kommunikation kommen. Eine ehemalige Schülerin aus unserer Schule hat ihr Leben einer Art von Psychotherapie verschrieben, eigentlich viel mehr eine Pädagogik des Kontaktes, die unterrichtet weltweit die gewaltfreie Kommunikation. Und bei der gewaltfreien Kommunikation ist auch dieses Lauschen was ganz Wichtiges. Und das macht mir so ein bisschen Hoffnung für unser Land, wenn diese Krise vielleicht irgendwann mal vorbei ist, dass wir das da auch schaffen. Die Macht in Israel macht die Kreisarbeit. Und da sitzt eine Frau, der ist vor 14 Tagen ihr Sohn von israelischen Siedlern erschossen worden. Neben einer Frau, der ist vor 2 Jahren ihr Sohn in einem Bus, wo eine Bombe geworfen worden ist, von einem Hamas-Kämpfer gestorben. Und die sitzen da alle nebeneinander. Alle nebeneinander. Und jeder teilt. Mit gewissen Gesetzmäßigkeiten der gewaltfreien Kommunikation. Und der teilt. Und dadurch hört jeder dem anderen ein bisschen zu. Und sie sagt, es ist unbeschreiblich, dass da Leute, die eigentlich nie miteinander reden würden, nie, weil ihre Narrative sind Welten entfernt, riesige Mauern stehen zwischen denen, Maschinengewehre, alles zwischen denen, ja. Aber in diesen Kreisen, und es ist für mich das Herz, da ist mit einmal wieder Zuhören möglich. Und diese Kreise, dieses Herz, dieses Transzendente, der Jürgen Becker hat, wenn er mit uns Gold besprochen hat in Bad Boll, immer ein ganz wunderbares Lied gesungen. Die Sonne tönt in hehrer Weise in Weltensphären Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise veredelt uns mit Donnerklang. Gold, Sonne, der hat ein sonniges Gemüt, dem strahlt Sonne aus dem Herzen. Und ich glaube, das ist das, was wir hier ganz viel brauchen werden. Wir werden sowas brauchen in unserem Land, wie die in Südafrika das gemacht haben mit ihren Friedenskonferenzen, wo Buren mit schwarzen Freiheitskämpfern an einen Tisch mit einmal kamen. Ja? Und ich glaube aber, das geht alles nicht ohne das Herz. Das geht alles nicht ohne den Kreis. Das geht alles nicht ohne die bewusste Achtung des völlig Fremden. Und da entsteht Freiheit. Und ich glaube, unsere Gesellschaft war sich noch nie so fremd wie gerade. Noch nie so fremd wie gerade. Und ich glaube, oder nachdem ich Eva gehört habe, das ist mehr wie Glauben. Ich weiß, dass das mit diesem Verlust des Rhythmus zu tun hat.
Wir leiden an einer kollektiven Arrhythmie. Wir leiden an einer kollektiven Arrhythmie. Ja, wenn wir im Kreis sitzen, dann sprechen wir immer einen Satz. Dabei fassen wir uns an den Händen, was ja auch lange Zeit verboten war. Und dann sagen wir, im Kreis ist alles gehalten. Im Kreis ist alles geheilt. Und danach sagen wir, aho. Aho hat eigentlich keine Bedeutung. Es ist ein bedeutungsloser, wohlwollender Herzenslaut. Also er hat nicht genau das und das und das, sondern aho, wohlwollend, geht ja so von der Herzebene ab, wohlwollend höre ich dir mit meinem Herzen zu. Herzliches Wohlwollen. Ja, und dann, wenn wir diesen Kreis gebildet haben, dann teilen wir, dann tauschen wir uns aus. Und da gibt es unterschiedlichste Themen. In der Liebeskunde ist eines der wichtigsten Themen, mit denen wir arbeiten, das Thema der Scham. Weil in der Liebeskunde geht es ja nicht nur um das Herz, sondern es geht darum, dass wir über das Herz und aus dem Herz heraus zum Beispiel auch unseren Eros lieben, unsere Sexualität leben. Und ich bin ja schon eine Weile auf diesem Sektor unterwegs und kann einfach nur sagen, wenn es ohne das Herz passiert, dann ist es immer halbherzig. Ich habe nichts gegen One-Night-Stands oder, wer das will, soll es machen. Ich will es gar nicht bewerten. Aber ich habe das ein paar Mal in meinem Leben probiert und ich persönlich habe für mich, nur für mich gemerkt. Also selbst beim One-Night-Stand müsste ganz mein Herz dabei sein. Habe ich so jetzt aber noch nicht erlebt, weil mein Herz braucht auch eine gewisse Sicherheit, um sich zu öffnen. Aber wenn ich auch erotisch jemand tief begegnen durfte, und das durfte ich ein paar Mal in meinem Leben, und in diesem Begegnen im Grunde dann das überweltliche Schauen, was ja der Inbegriff des Tantras ist, dann geht es nicht durch es ohne Herz. Es geht nicht ohne das Herz. Es geht nicht ohne das Herz. Und darum besprechen wir ganz viel in der Liebeskunde in diesen Kreisen, wo unsere Scham liegt. Wo unsere Angst liegt, dass man denkt, wir sind, ach, jetzt habe ich das Wort schon völlig verdrängt. Was wirft eine Bürgerfrau auf der anderen Bürgerfrau vor, die jetzt einen 20-jährigen jüngeren Liebhaber hat? Sie ist ein, kein Nicht-Flittchen, wie heißt denn das? So ein Satz, der geht relativ schnell über die Zunge. Ah, mein Gott, ich habe das Wort völlig verdrängt. Du bist eine Schlampe. Schlampe? Nee, nicht Schlampe. Schlampe ist noch irgendwas. Ist auch egal. Und ein ganz böses Wort. Und in diesen Runden, das ist total anrührend, kommen Dinge raus, werden Dinge offenbart, weil diese Runden durch dieses exquisite Zuhören im Grunde so einen sicheren Raum eröffnen. Und die Leute sagen, das haben sie sonst noch nie erzählt. Das haben sie noch nicht mal ihrem Therapeuten erzählt. Und was für mich das Herz ist, es ist der sicherste Raum. Es ist der Raum, in dem mein Gold ist, in dem auch meine Göttlichkeit wohnt. Und wenn ich in diesem Raum gesammelt bin, dann kann ich mich dem anderen auch zeigen. In meiner tiefsten Scham, in meiner tiefsten Verletzung, in meiner tiefsten Angst, vor Hingabe, vor Ekstase, vor Beurteilung. Und ja, wenn wir diese Kreise machen, wenn wir in diesen Kreisen sitzen, dann öffnen wir primär unsere Herzen. Und es ist schon irre, wenn jemand redet, eine Minute oder fünf Minuten, und danach sagen dann so 60 Menschen, aho. Sie geben ihm das Wohlwollen ihrer Herzen. Das hat was teilweise Erschütterndes. Es kam nicht nur einmal vor, dass ich nach einem solchen Kreis, ja, weinen musste, weil mich das so ergriffen hat. Was hier möglich ist an Vertrauen, an Hingabe, an Sicherheit, an sich zeigen. Und
Manchmal da denke ich, weil wir machen in der Liebeskunde, da macht ja die Mia Kochendörfer auch ganz wunderbar mit, die ist ja Körperpsychotherapeutin, machen wir auch Übungen miteinander und versuchen ganz bestimmte leibtherapeutische Elemente damit zu verknüpfen. Aber eigentlich könnte ich mir fast vorstellen, würde das reichen, wenn man einfach zu diesen unterschiedlichen Themen Runden macht. Zu jedem Thema eine Runde. Aus dem Herzen sprechen, sagt Heidi auch immer. Wir sprechen bei diesen Runden aus dem Herzen, fällt mir gerade ein. Sagt Heidi immer, wir sprechen aus dem Herzen. Wir sprechen ganz aus dem Herzen. Ja. Schamanismus und Herz. Es gibt im Schamanismus, wobei das habe ich ja auch hier gelernt, das gibt es ja in der chinesischen Medizin auch, durchaus die Idee, dass uns Fremdseelisches, Außerseelisches ergreift und uns beeinflusst, uns manipuliert. Und die wichtigsten oder mit die wichtigsten Formate im Schamanismus sind ja die Seelenrückholung, dass wir verlustig gegangene Seelenanteile zurückholen und die im Patienten implantieren wieder. Aber auch die Extraktion, dass wir Energien, Wesenheiten, verstorbene Dämonen aus dem System des Patienten entfernen. Und ich habe letztens mal einen sehr, sehr interessanten Hinweis bekommen von einem Menschen, der angeblich in die Welt hinter der Welt schauen kann. Also der guckt Dragana an und sieht Dragana und sieht aber, was hinter Dragana steht. Das sieht er dann. Oder der guckt Jenny an und sieht, was hinter Jenny steht. Und der hat mich angesprochen, weil ich habe ja wenig Steiner Urtext gelesen. Und ich habe auch wenig gelesen über chinesische Medizin, aber ich lerne ganz viel aus Sekundärtexten. Zum Beispiel chinesische Medizin, Tokyo Killer. Na gut, sehr Japaner. Aber es gab doch auch sogar den einen Krimi-Autor, da waren immer vorne auf den Kriminalromanen waren immer Schriftzeichen drauf. Der lebt auch in Japan. Nee, oder in China? Ist auch egal. Ja, also ich habe gerne chinesische Krimis gelesen. Eines habe ich gelesen von so einem ganz alten Kommissar. Und auch mit der Esoterik habe ich es nicht mit Originalschriften, sondern ich lese dann eher Fantasy-Romane oder Märchen. Und es gibt einen total schönen Fantasy-Roman, der ein so ein bisschen ein anthroposophisches Geistesgut einführt. Das sind die Lichter der kleinen Veronika. Und da gibt es eine Szene. Und jetzt müsste man mal gucken, wie das mit der Herzproblematik und den Arrhythmien, wie das so zusammenpasst. Ich erahne da was. Da ist die Veronika, dieses kleine, mediale, hellsichtige Mädchen, mit ihrem Lehrer, dem Johannes Wanderer, im Garten. Und in diesem Garten arbeitet ein Mann, der Gärtner. Und mit einmal hören Johannes Wanderer und Veronika hören den Gärtner unbeschreiblich fluchen. Der schimpft und bah! Und sie rennen hin und sie sehen gerade, wie der Gärtner seine Hacke hebt, um eine Kröte zu erschlagen, die vor ihm sitzt. Und Veronika ist total entsetzt und Johannes Wanderer tritt einfach auf diesen Gärtner zu und sagt, halt, halt, stopp. An der Waldorfschule hatten wir diesen kleinen Satz, Gewalt, halt. Halt, sagt Johannes Wanderer. Und der Gärtner stockt, aber hat die Waffe immer noch erhoben, um diese Kröte zu erschlagen. Und dann sagt er,
Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich schlag dich jetzt tot. Das ist ein Parasekta. Und dann sagt Johannes, Wanderer, wieder, halt. Du wirst diese Kröte nicht töten. Wer sich für diese Geschichte interessiert, er kann auf meine magische Bibliothek gehen. Einfach Krügers magische Bibliothek. Und da gibt es zwei Videos, wo ich nur diese Geschichte lese. Das ist die Kröte, heißt diese Geschichte. Und mit einmal sieht Veronika, als wenn so ein Vorhang aufgerissen wird, die Welt hinter der Welt. Und sie sieht hinter Johannes Wanderer, ja, wird ein bisschen romantisch, die Ritterinnen und Ritter des Mont-Ségur, des Gralsberges, in goldenen Rüstungen stehen. Und Johannes Wanderer auch so eine Rüstung. Und sie sieht hinter dem Gärtner die gruseligsten Dämonen stehen. Die gruseligsten Dämonen. Und sie erkennt, dass in diesem Streit um die Kröte, dass sich da ein Weltenkampf manifestiert. Dass hinter den Streitenden Kräfte stehen, die wir noch gar nicht erahnen. Und er sagt, mit der Fähigkeit, die ihr da hat, hat er sich teilweise sehr gewundert, wenn ihr mal in solchen Diskussionen geschaut habt, welche Kräfte hinter wem stehen, wer denn da hinter wem steht. Weil es stehen oft ganz andere hinter jemand, wie das, was wir denken. Und diese Geschichte hatte noch ein ganz, ganz schönes Ende. Der Johannes Wanderer schafft es, mit der Kraft derer, die hinter ihm stehen, tatsächlich den Gärtner und die Kräfte, die hinter ihm stehen, im Zaum zu halten. Und ich würde mal sagen, das schafft er, indem er total aus seinem Herzen strahlt. Wenn man das so sehen würde hier irgendwie mit Mutanten, da gibt es ja viele, die strahlen irgendwie mit dem dritten Auge. Aber die Rhythmusmutanten, die strahlen mit dem Herzen. Wobei Superman hat ja sein S auch hier im Grunde, ja. Und mit einmal sieht Veronika, wie diese Welten wieder verschwinden. Und es ist scheinbar nur noch Johannes und der Gärtner da. Und dann sagt Johannes, Mensch, Gärtner, deine ganze Wut, es tut mir so leid. Kannst du mir mal erzählen, warum du gerade so wütend bist? Erzähl doch mal von deiner Wut, erzähl mir. Aber lass die Kröte leben, sagt er, ja, ich lasse ja die Kröte leben. Und er erzählt so über seine Wut, weil seine Tochter liegt im Sterben. Und es hat ihn so wütend gemacht, weil seine Tochter ist so ein wunderbares, edles Wesen. Und die Kröte ist so eklig, so furchtbar, so hässlich. Und die darf leben, aber sein Töchterchen stirbt vielleicht. Und das hat ihn so wütend gemacht. Und dann sagt der Johannes Wanderer, dass ihm das total leid tut. Dass ihm das total leid tut, dass das so ist und dass er für die Tochter beten wird. Und dann ziehen sie von dann. Und Veronika steht einfach da und schaut auf das, was sie da gerade erlebt hat. Und was überirdisch war. Und am nächsten Tag treffen sie sich wieder im Garten. Und da ist der Gärtner ganz fröhlich und kommt zu Johannes hier ran und bedankt sich bei ihm. Und seine Tochter hätte wohl einen Traum gehabt, dass in der Nacht eine Kröte bei ihr gewesen wäre. Und die hätte sie geheilt. In dieser Nacht passieren noch viele Sachen. Das könnt ihr dann euch aber anhören, wenn ihr meine Lesung euch mal anhört. Aber das konnte nur sein, weil die es geschafft haben, im Herzkontakt zu bleiben. Im Herzkontakt. Weil ich glaube, diese ganzen dogmatischen Narrative haben wenigstens mit unserem Herzen zu tun. Ich glaube, das sind Kopfgeburten oder wie die Psychos manchmal so sagen, so Mindfuck. Das ist nicht kardial. Ich glaube, das Kardiale, das kann gar nicht so. Und darum
ja, ist es für uns als Heiler, und da danke ich nochmal meinen Chinesinnen, eine besondere Aufgabe, gerade jetzt auf dieses Herz zu achten. Gerade wenn wir in Diskussionen sind mit fremden Narrativen, selbst wenn wir angegriffen werden, selbst wenn wir ja, verzweifelt sind, dass wir vielleicht ganz bewusst, also ich weiß ja nicht, ob es eure Übung auch minimalistisch gibt für die U-Bahn, wenn jemand kommt und sagt, ey Mann, wie siehst du da aus? Wieso? Man kann ja schlecht immer aufstehen. Also ich weiß, dass manche Leute dann einfach aus der Eurythmie diesen Menschheitsrepräsentanten machen und den Ariman nach oben und den Luzifer nach unten drücken. Rudolf Steiner hat mal gesagt, es ist der Menschheitsrepräsentant, es ist die Christusgeste. Und als ich in der Klinik war, da habe ich zu meiner Heilung das eurythmische Emmy gelernt. Da gehst du so mit den Händen nach hinten und gibst so alles Schwere nach hinten ab. Da habe ich gesagt, naja, und wenn ich dann aber nachts mal im Bett liege und ich habe Angst, dann will ich aber nicht aufstehen. Was machst du denn da? Sagst du, ja, dann machst du einfach so. Du liegst im Bett, machst einfach so und 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 so. Und es wirkt genauso, als wenn du so und so und so und so und so und so. Ja, schön. Wenn man es ein bisschen weiter guckt, dann ist es fast auch wieder eine Limniskarte. Es sind zwei Limniskarten. Kennen die Chinesen die Limniskarte eigentlich auch? Das sind die Wolkenhände. Was ist? Die Wolkenhände. Die Wolkenhände, wunderschön. Eva sagt gerade, die Chinesen kennen auch dieses limniskardische Prinzip und sie nennen es die Wolkenhände. Ja, als ich heute Morgen hierher gekommen bin, war ich ziemlich verzweifelt an dieser Welt. Weil, ja, es fällt mir schwer, als harmoniesüchtiger Doppelkrebs, das alles so auszuhalten. Und dann noch aufgefordert zu werden. Ich müsse doch Stellung beziehen. Ich müsse Stellung beziehen. Geht doch nicht, dass du nicht Stellung beziehst. Und dann sage ich, erstmal habe ich im ersten halben Jahr der Krise mehr Stellung bezogen, wie die meisten hier in ihrem halben Leben. Ich habe irgendwie über 50 Videos zu Corona gemacht mit Homöopathie und SOS-Regeln etc. etc. Ich habe Stellung bezogen, bis ich ins Burnout gerutscht bin, ja. Aber dann gab es auch irgendwann einen Punkt bei mir und vielleicht bin ich deswegen auch krank geworden, wo ich gemerkt habe, Stellung beziehen ist irgendwie nicht so mein Job. Es ist, ich habe was anderes zu tun, als Stellung zu beziehen. Und, oh mein Gott, das rührt mich jetzt mehr an. Aurum ist auch das wichtigste Mittel für Suizide. Und ich habe jetzt das zweite Mal einen Film gesehen, der zwei wunderbare Schauspieler hat. Drei. Wer hat seine Frau gespielt? Ja, ja, Dragana weiß sofort, ohne dass ich es ausspreche, wie der Film heißt. Die auch, meine Lieblingsschauspielerin, die auch Hannah Arendt gespielt hat. Genau, die hat die erste Frau. Ich glaube, das war die erste. Ja, egal. Es gibt einen unbeschreiblich schönen Film, an den musste ich in der letzten Zeit ganz oft denken. Und ich bin nicht suizidal. Ich sage das jetzt hier mal. Ich bin überhaupt nicht suizidal. Ich würde mich schon alleine wegen meiner Tochter nie suizidieren. Und in diesem Film geht es um Stefan Zweig, der Autor meiner Jugend. Und es gibt eine Person, die der Stefan Zweig beschrieben hat, den Erasmus von Rotterdam. Da habe ich jetzt was gelernt, was erasmisches Denken ist. Das Denken der Mitte, das Denken des Ausgleichs, das Denken der Verbindung. Und Stefan Zweig hat auch einen wunderbaren Roman geschrieben, Ein Gewissen gegen die Gewalt. Und der Stefan Zweig hat ja relativ früh Österreich verlassen.
Weil alleine durch seine Jüdischkeit wäre er verfolgt worden, aber sein freien Geist, das war für die Nazis fast noch schlimmer wie knallharter Kommunismus. Weil Stefan Zweig stand so für alles, was die Nazis nicht waren. Für Kultur, für Poesie, für Ausgleich, für einen unwahrscheinlich hohen sittlichen und moralischen Anspruch. Und der Stefan Zweig hat sich aber immer verweigert, total deutlich Flagge gegen die Nazis zu zeigen. Er hat gesagt, dass er das nicht gut findet, aber er hat sich nie dazu verleiten lassen, so ganz antideutsche Geschichten zu erzählen. Er hat gesagt, es ist ein Satz, der mich total getroffen hat. Ich kann mich nicht freuen, wenn eine deutsche Stadt nachts im Bombenhagel brennt. Ich kann mich da nicht freuen. Ich kann mich da nicht freuen. Und es heißt nicht, dass ich nicht will, dass das anders da wird. Ich will das total, aber ich kann mich da nicht freuen. Und ich merke jetzt auch gerade, was diese Narrative angeht, der Maßnahmenbefürworter, der freut sich fast daran, wenn die Impfgegnerin Covid kriegt bis zur Intensivstation. Und die Impfgegnerin erzählt mir ständig, und da lacht sie und da glühen ihre Ohren, wie viel Geimpfte jetzt wieder infiziert worden sind. Dann denke ich jetzt, soll ich mich über irgendwas freuen? Ich freue mich nicht darüber. Ich freue mich nicht, wenn jemand Covid kriegt. Und selbst hier in unserem erlauchten Kreis wissen wir von mehreren, die das auch sehr, 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 sehr schwer hatten. Und da ist mir das völlig egal, ob die geimpft sind oder nicht geimpft. Ist mir völlig egal. Ich möchte nur, dass denen geholfen wird. Das ist wie mit einer brennenden Stadt in Deutschland. Ich kann mich nicht darüber freuen. Und ich will mich auch nicht darüber freuen. Andererseits will ich auch nicht so enden wie Zweig. Weil Zweig hat es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten und hat sich dann mit seiner wahnsinnig jungen Frau, und die tat es mir fast noch leider, noch mehr leid als um Zweig, wobei es um den auch mir sehr leid tat. Aber ich konnte das so ein bisschen nachempfinden, was er da erlitten hat. Diese Spaltung, dieses Zerrissensein, dieses sich bekämpfen, dieses sich befehden, sich über das Unglück des anderen freuen. Ja, und dann hat er selbst seinen Tod hochpoetisch verordnet. Hochpoetisch gestaltet. Und er hat dieses wunderbare Gedicht über die Morgenröte geschrieben, wo er sagt, ja, er weiß, dass die Morgenröte kommt. Es kommt. Ich bin mir auch sicher, irgendwann sind wir wieder im Rhythmus. Weil wir alle Eurythmie machen, Qigong, genadelt werden, Herzeinreibung machen. Rudolf Steiner hat sogar, das ist aber verschreibungspflichtig in Deutschland, ein Präparat empfohlen, was besonders diesen Rhythmus wiederherstellt, das sogenannte Cardiodoron. Cardiodoron. Und dann hat er gesagt, ja, er ist sich sicher, dass diese Morgenröte bald kommen wird. Aber eher ungeduldig nennt er sich, glaube ich, wa? Aber ich ungeduldiger. Ich gehe schon mal voran. Ich achte das Recht eines jeden Menschen auf einen Freitod. Aber ich hätte den Zweig so gerne 45 noch dabei gehabt. Und der hat sich relativ spät suizidiert. 43 war das, glaube ich. Der hat nicht gleich ganz zum Anfang. Weil er hat ein Buch über Brasilien geschrieben, wo er sich so total begeistert gezeigt hat, dass da die ganzen Rassen irgendwie so gut miteinander um können. Da ist er von allen kritisiert worden, von den Linken. Also wie er das denn so sehen kann. Aber er hat es einfach so gesehen. Ja. Wenn wir im Rhythmus bleiben, bleiben wir im Leben. Wer den Rhythmus verlässt, verlässt auf eine gewisse Art und Weise das Leben. Und wenn wir im Rhythmus sind, wenn wir ein offenes Herz behalten, dann ja,
sind wir vielleicht auch in der Lage, um das Verständnis des fremden Wollens zu ringen. Ja, in dem Sinne, eigentlich wollte ich über erotische Krafttiere reden, aber es hat irgendwie, Eva ist schuld, Jenny ist schuld, alle sind schuld, die hier heute waren. Aber in der magischen Bibliothek gibt es mindestens 5 Vorträge von mir über Krafttiere und wie man mit ihnen umgeht, auch über erotische Krafttiere. Also es geht jetzt hier nicht verloren. Aber mir war das so wichtig. Schamanismus, immer mal wieder sich selbst entsetzen. Kann man auch selbst machen. Dass man alleine ist mit seinem offenen Herzen. Und ich glaube, wenn man so ein ganz offenes Herz hat, ich glaube, wenn man im Rhythmus ist, ist man auch viel schwerer besetzbar, als wenn das Herz so ganz geschlossen ist. Ja, in dem Sinne danke ich allen von Herzen, die an diesem Tag hier waren und mitgemacht haben. Wir werden ja jetzt öfter solche Tage haben, wo wir ein Thema nehmen und über ein Thema sprechen. Und ihr werdet bei mir im Facebook immer wieder davon hören. Ja, immer schön rhythmisch. In dem Sinne. Aho.